Hallo zusammen und willkommen zu einem neuen Video. Ich melde mich jetzt auch endlich mal wieder. Und zwar gehen wir diese Woche nach Kreuth. Das ist ein großes Übernachtungsturnier in Bayern. Und wir gehen von Dienstag bis Sonntag dahin. Deshalb schaue ich mal, ob ich das in verschiedene Teile aufteilen werde, dieses Video, weil es natürlich sehr viel Material dann geben wird. Allerdings nehmen wir nur Winnie und Daily mit, weil viele von euch haben es bestimmt schon mitbekommen. Die Mira ist leider verletzt jetzt seit einem Monat. Sie hat eine Entzündung am Fesselträgerursprung und muss jetzt leider noch 2 Wochen Schritt laufen. Und dann schauen wir mal, ob sie wieder lahmfrei läuft. Da drücke ich natürlich die Daumen, dass das wieder klappt, dass wir diese Saison auch noch ein bisschen was reiten können, weil die ist schon mega angepisst, dass sie wieder nichts machen darf. Deshalb nehme ich nur den Daily für mich mit. Mit dem reite ich dann ein paar Dressurpferde-A's. Das sind dann auch unsere ersten Dressurpferde-A's und auch Dressurreiter-A's. Und ich fahre jetzt in den Stall. Wie ihr seht, ist dieses Auto schon sehr voll hier hinten mit Späne und alles, da der Hund versucht, sich irgendwie einen Platz zu suchen. Und ja, ich fahre jetzt in den Stall, richte das ganze Zeug von den Pferden. Meine Schwester ist noch in der Uni, die kommt dann nach. Und dann fahren wir nach Kreuth. Das sind so ungefähr 4 Stunden Fahrt, glaube ich. Und ich bin schon sehr gespannt, wie es wird und wie es dort ist. Ich war dort noch nie, aber ich habe viel Gutes darüber gehört. Und ja, wir haben auch traumschönes Wetter hier. Und dort soll es auch schön werden. Deshalb freue ich mich schon riesig und viel Spaß beim Anschauen. So, wir haben jetzt soweit alles ins Auto eingeräumt. Hier seht ihr mal, wie es hier aussieht. Hi Kira. Hier Späne und Sättel und alles Mögliche. So, jetzt räumen wir noch den Hänger fertig ein und dann fahren wir los. Also wir haben jetzt zumindest das Gelände gefunden. Allerdings haben wir noch nicht unseren Stall gefunden, weil es ist doch etwas verwirrend hier alles. Und ja, jetzt suchen wir gerade unseren Stall und haben eigentlich nicht wirklich irgendeinen Plan, wo unser Stall ist. Oh Mann! Wir haben den Transporter von unserem Trainer gefunden. Stall. Ja, wir sind richtig. So, wir sind jetzt beide Pferde schon geritten und sie waren beide sehr brav. Jetzt wurde gerade unser Heu geliefert. Und ist ein bisschen viel. Ja, war vielleicht ein bisschen viel, aber Winnie guckt mich nicht mal mit dem Arsch an. Hallo Winnie. Und Daddy steht hier im Dunkeln, sieht nichts. Wie sie sehen, sehen sie nichts. Und ja, jetzt kriegen sie noch ihr Heu nachher, kriegen sie noch Kraftfutter. Ja, wir liegen hier. Reinzockt und frisst und gucken Dr. Diary auf diesem unglaublich tollen Fernseher. Ja, läuft! So, wir sind jetzt hier an Tag 2 und wir gehen jetzt mal
rüber zu den Pferden und gucken, wie es denen so geht und geben denen Heu, ein bisschen Futter. So, wir sind jetzt hier wieder bei den Pferden angekommen. Die stehen da hinten in so einem Stall drin. Und ja, wir haben sie gerade gemistet. Und jetzt fahren wir noch zur Meldestelle mit unseren coolen Klappfahrrädern. So, es sind gerade schon welche aus unserer Truppe das L-Springen gegangen, wo wir ein bisschen zugeguckt haben. Und dieses Ding ist irgendwie immer mega laut. Ich weiß nicht, ob man mich jetzt hört. Aber ich reite jetzt noch den Daily ein bisschen auf dem Dressurplatz wieder. Und ja, er wird bestimmt wieder brav sein. Ich erwarte eigentlich nichts anderes von ihm. Und ja, schauen wir mal, wie er heute läuft. Der Daily und ich sind jetzt gerade noch trainieren gewesen. Ja, jetzt guckt er doch. Und wir sind die Dressurpferde A von morgen durchgeritten. Die Julia konnte dann leider nicht filmen, weil sie es mir vorlesen musste. Ich muss sie noch auswendig lernen. Und der lief so, so toll heute. Ich hoffe, dass das morgen auch so klappt. Er war ein bisschen klemmig im Trab, aber es ging noch voll. Und ich kriege ihn einfach auf dem Turnier, finde ich, viel besser zu packen und so, weil er einfach viel mehr auf einen achtet, weil er da nicht ganz so selbstbewusst ist wie zu Hause. Und ja, ich freue mich schon sehr morgen auf unsere Prüfung. Die ist, glaube ich, um 14 Uhr oder, nee, um 11 oder so. Ja, um 14 Uhr haben wir noch eine Dressurreiter A, genau. Also zuerst ist die Dressurpferde A und dann ist noch die Dressurreiter A. Aber ich bin ganz guter Dinge, oder Julia? Was sagst du? Perfekt. Perfekt, sagt sie. Sie müsste gerade wieder mal. Und Miriam, was gibt's heute zu essen? Heute gibt es ein Gericht, ich weiß leider nicht, wie es heißt, aber es ist mit Gurke. Gurke. Tomate. Tomate. Dann kommt noch Sahne dazu. Sahne. Sind Sie im Steinbergen? Dann kommt noch Käse dazu. Unterstützt durch Produktplatzierung. Nicht tippt. Und das alles wird mit Reis gegessen. Reis! Boah, voll gesund. Chips und Brötchen. Und gesunde Ernährung, wir leben. Das ist in meiner. Oh, und Mikrowellenpopcorn. Aber wir haben leider keine Mikrowelle, deswegen versuchen wir es einfach im Ofen. Bist du hart am Abfeiern? Wenn du am Boden liegst, steh auf. Und es geht ab, ab, ab. Nobody's perfect. Ab, ab, ab. Und es geht ab, ab, ab. Nobody's perfect. Ab, ab, ab. Ab, ab, ab. So, wir sind jetzt hier zum dritten Tag aufgebrochen. Na, Kira? Leider sind wir viel zu früh. Nee, wir müssen noch füttern. Nein, wir sind viel zu früh. Es ist noch niemand hier von unserem Trupp da, weil in der Ausschreibung stand, dass die Prüfung um 8.15 Uhr ist, aber sie wurde auf 9 Uhr verlegt. Wir hätten länger schlafen können. Ja, auf jeden Fall wurden heute irgendwie alle Prüfungen verschoben, deshalb sind meine Prüfungen jetzt auch später.
Guten Morgen, guten Morgen. Guten Morgen, Winnie. Oh, böser Winnie. Guten Morgen, Daily. Bist du bereit heute für deine ersten Prüfungen? Ja? 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 Bereit. Er ist bereit. Wir sind gerade wieder unterwegs auf unserem morgendlichen Spazier, auf unserer morgendlichen Spazierfahrt mit der Kira. Und das sind coolen Klappbädern, mit denen ich da vorne schon wieder fast im Sand stecken geblieben bin. Genau. Da oben sind übrigens unsere Stallungen. Kreuth besteht übrigens nur aus diesem riesigen Stall-Village inklusive Ferienwohnung und Hotel und bla und keine Ahnung was. Und es ist tatsächlich alles von Kreuth. Hier fängt dieses Ortsschild an, dann fährst du hier kurz diese Straße entlang und dann ist es auch schon wieder vorbei. Das ist Kreuth. Thank you.
So, also ich bin vorhin die Dressurpferde-A gegangen. Das war ja unsere erste Dressurpferde-A, meine erste Dressurpferde-A, seine erste Dressurpferde-A. Und dementsprechend aufgeregt war ich auch und er auch. Er hat auf dem Abreiteplatz dann mega geklemmt gehabt und wollte nicht mal antraben oder angaloppieren oder sonst irgendwas machen. Ich habe dann eine Gerte mitgenommen, dann ging es einigermaßen wieder. Und dann oben im Viereck ist er auch echt schön durchgelaufen, ist auch eine ordentliche Runde gelaufen. Also klar, mit noch ein paar Fehlern und einfach noch Unsicherheit, aber fürs erste Mal echt super. Er war dann auch echt mehr an und wir hatten alles fehlerfrei sozusagen geritten. Und ja, wir haben dann Schritt eine 8-0, Trab 7-0, Galopp 7-0, wo ich im Galopp vielleicht ein bisschen mehr gedacht hätte, aber es sind auch echt richtige Kracher damit gelaufen, weil hier das Turnier geht auch bis Grand Prix und ich glaube, die haben da alle ihre Youngster mitgenommen und ich bin auch nur gegen Bereiter geritten. Und ja, genau, Gesamteindruck 7-0 und Durchlässigkeit 7-5. Das war dann eine Gesamtnote von 7,3. Da ist die Julia. Genau, damit waren wir dann leider erste Reserve. Es wurde auch nur bis zum vierten Platz platziert, weil es auch nicht so viele Teilnehmer einfach waren. Aber ich glaube, erste Reserve kann man recht zufrieden sein fürs erste Mal. Ich weiß, dass wir bei einem ländlichen Turnier bei uns zu Hause bestimmt damit platziert gewesen wären, oder Julia? Oh ja, aber da waren schon Bundeschampionatsanwärter drin. Ja, da waren richtig geile Pferde jetzt gerade dabei. Aber ja, ich kann völlig zufrieden sein, dass ich da auch einigermaßen mithalten konnte. Erste Reserve ist ja auch nicht schlecht. Ist bloß immer ein sehr undankbarer Platz, weil dann denkt man, hätte ich das noch besser gemacht, dann wäre ich noch platziert gewesen oder so. Ja, genau. Und jetzt sind wir gerade noch die Dressur Reiter A gegangen. Ist auch das erste Mal für ihn gewesen, die Dressur Reiter A. Und ich dachte dann auch so zwei Prüfungen an einem Tag, wie das so ist. Und hier ist ja auch sehr heiß, ne? Also schon sehr warm. Aber er hat es auch ganz brav gemacht. Er war dann schon ein bisschen nervig teilweise, aber er hat noch alles sehr brav gemacht. Wir hatten dann ein paar Fehler drin, die hätten so nicht sein müssen. Er war dann ein bisschen verwirrt, weil es ja ein 40er-Viereck ist und die Dressurpferde A war auf dem 60er-Viereck. Und wir haben zu Hause auch nur 60er-Vierecke oder sogar größer. Und dann war er ein bisschen verwirrt, dass da jetzt schon die Bande war. Und da hatten wir dann so einen kleinen Stocker dann drin, weil da eben, da war das Viereck zu Ende. Das hat er nicht so ganz gecheckt und beim Anreiten war er manchmal ein bisschen maulig. Aber ja, er hat es alles ganz brav gemacht und wir konnten damit dann sogar Zweiter werden. Wir hatten eine 7,4 und ich glaube, damit können wir ganz zufrieden sein. Das ist jetzt unsere erste Platzierung im A-Bereich. Und klar, ist jetzt nur Dressurreiter A, aber das ist für ihn einfach mal zum Reinkommen, auch in das ganze Turnier-Feeling und so, ist es, denke ich, auch mal eine ganz gute Prüfung. Morgen haben wir dann noch eine Dressurpferde A nochmal, aber eine andere Aufgabe, die ist ein bisschen leichter, finde ich. Und dann schauen wir mal, wie es klappt. So, der Daily wird jetzt für seine zweite Dressurpferde A hier fertig gemacht. Wir gehen gleich runter auf den Dressurplatz. Bist du bereit, Daddy? Jo. Thank you.
bin jetzt vorhin die zweite Dressurpferdearm mit dem Daily gegangen. Und er war heute leider nicht ganz so konzentriert und fokussiert auf mich wie gestern und wollte lieber so ein bisschen seinen eigenen Stiefel machen. Deshalb hat er ein bisschen unsere Durchlässigkeit drunter gelitten, weil er lieber ein bisschen einfach wegrennen wollte oder keine Ahnung. Da haben wir zu Hause auch öfter mal das Problem und zwar halt gestern war er halt deutlich mehr bei mir, weil er halt das Gelände hier noch nicht kannte und da war er halt ein bisschen unsicher. Aber er ist eigentlich ein sehr selbstbewusstes Pferd und das ist auch manchmal ein bisschen nachteilig, weil er dann eben gerne seinen eigenen Stiefel macht. Aber wir konnten immer noch gut durchreiten, die Aufgabe. Klar, Durchlässigkeit hat ein bisschen drunter gelitten, auch im Galopp dann, dass er nicht ganz so gut über den Rücken mitgeschwungen hat, wie es hätte sein können. Und sonst war es ganz ordentliche Aufgabe. Es gab dann wieder wie gestern für Trab, Galopp und Gesamteindruck 7-0, auch für den Schritt wieder eine 8-0 und halt für die Durchlässigkeit gab es dann heute eine 7-0 statt einer 7-5 wie gestern. Aber kann ich auch vollkommen verstehen, war auch verdient. Ich hätte diesmal gedacht, dass ich im Galopp vielleicht ein bisschen besser kriege, weil ich dachte, heute ist er ein bisschen mehr bergauf gesprungen, aber kann auch nur so vom Gefühl her sein. Gesamtnote war dann eine 7,2. Und heute waren wir damit sogar dann noch platziert. Vierter Platz gab es dann heute für uns. Und ja, es waren halt wieder mega die Kracher dabei, wie gestern auch. Und da bin ich dann froh, dass ich da noch einigermaßen mitmischen konnte. Weil der Daily ist ja jetzt auch kein Lampenaustreter oder so. Und es waren echt tolle Pferde dabei. Haben wir ein bisschen ausgeschlafen, weil meine Prüfung heute erst um 7 Uhr abends ist. Und das ist wieder eine Dressurreiter A. Hallo Kira. Und jetzt gehen wir noch zu den Pferden und tun da ein bisschen Misten, ein bisschen Heu füttern und müssen auch noch ein bisschen einkaufen gehen, weil wir Spülmittel und sowas brauchen. Und ja, genau. Die Julia bewegt heute noch den Winnie ein bisschen. Vielleicht geht sie ausreiten oder so. Und dann gucken wir mal, was die anderen noch aus unserer Truppe machen. Und heute Abend gehe ich dann auf die Dressurreiter A. So, wir haben den Daily jetzt schon geputzt für die Dressurreiter A. Das Vorderzöpfchen ist schon ein bisschen verkrüppelt, aber meine Zöpfe haben jetzt die 3 Tage echt gut gehalten. Ich musste nicht nochmal nacheinnähen. Was hast du denn da? Und ja, wir machen ihn jetzt gleich fertig für die Dressurreiter A und unsere letzte Prüfung hier in Kreuth.
So, der Daily und ich sind gerade noch die, ich sehe etwas müde aus, die letzte Prüfung gegangen für uns hier in Kreut, und zwar eine Dressurreiter A. Und wie ihr gesehen habt, haben wir tatsächlich gewinnen können mit 7,5. Allerdings hat er sich so reiten lassen, wie ich es mir schon dachte. Und zwar war er ziemlich flott unterwegs. Man hat es auch beim Angaloppieren, denke ich, gesehen, dass einfach wie eine Bombe erstmal in die Luft gegangen ist. Und es ist einfach das Problem, wenn er die Sachen schon kennt, dann macht er das gerne einfach alles mal alleine, weil er sehr viel Selbstbewusstsein hat und gerne dann mal nicht so auf den Reiter wartet, sondern lieber sein eigenes Ding durchzieht. Das war jetzt heute leider ein bisschen der Fall. Wenn ich ihn mehr bei mir gehabt hätte, dann wäre die Note bestimmt auch noch ein bisschen höher geworden. Aber ich bin schon super stolz auf ihn, dass wir bei A-Prüfungen schon so super mitmischen können und auch sogar gewinnen können. Und dass wir die schon so locker, sage ich es mal, durchreiten können von den Lektionen her, dass er da schon sehr lektionensicher ist und so, weil vor ein paar Wochen lief der noch komplett anders. Also ich bin echt richtig stolz auf ihn, dass es jetzt plötzlich so gut klappt und so, und dass der so einen tollen Job gemacht hat bei seinen ersten A-Prüfungen auf dem Turnier und auch mit mir, weil ich bin mir manchmal nicht so sicher bei ihm beim Reiten, weil er hier mir halt manchmal ein bisschen wegrennt wie heute. Und ich dann halt immer ein bisschen unsicher und ein bisschen fest werde und dann nicht mehr so locker lasse. Aber das hat jetzt heute ganz gut geklappt eigentlich. Und ich bin echt super stolz auf ihn, wie er dieses ganze Turnier gemeistert hat. Ich meine, wir haben 3 Platzierungen, einmal erste Reserve, sogar ein Sieg. Und damit kann ich mehr als glücklich sein. Und ja, genau. Morgen früh fahren wir wieder heim. Aber das war es jetzt hier für das FMA. Das war es jetzt hier an der Stelle. Und wir sehen uns beim nächsten FMA wieder. Mal schauen, was das wird, oder beim nächsten Video. Ich denke, ich werde die eine Dressurpferde A von gestern kommentiert hochstellen. Schreibt mir mal in die Kommentare, ob ihr das sehen wollt oder nicht. Und schreibt mir auch mal, was ihr noch so sehen wollt von uns. Was ihr als nächstes sehen wollt. Stall FMA oder keine Ahnung was. Ich denke, es werden jetzt halt wieder mehr Turnier-FMAs kommen. Vielleicht werde ich auch mal Zeit haben für einen Stall-FMA, müssen wir mal gucken. Aber falls ihr irgendwelche Ideen, Vorschläge oder Wünsche habt, dann schreibt sie mir gerne in die Kommentare. Und wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir gerne einen Daumen hoch. Ich weiß nicht, ob das ein korrekter deutscher Satz war, aber wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!